Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Platin. Die Episode nach der mehr als, naja, wie kann man das am besten ausdrücken? Nach der mehr als zu Recht verlorenen Episode gegen Champ Cynthia und Speedy Knackrack Gonzales. Es lief ja wirklich der Part davor, vor wie gewonnen, so zerronnen. Ja, lief ja eigentlich ja wirklich sehr gut gewesen. Sehr gut, kann man ja so sagen. Wir haben von Herr Baro die Käfer-Pokémon schön frittiert. Mit ein paar Schwierigkeiten haben wir die Boden-Pokémon von der alten Lady besiegt. Dann im letzten Part, ja, haben wir Ignaz, ich glaube, der hieß doch jetzt Ignaz, oder? Naja, wie dem auch sei, wir haben die Feuer-Pokémon des dritten Top-4-Mitgliedes auch ordentlich zum Erloschen gebracht. Und zu guter Letzt, vor unserem mehr als katastrophalen Fight gegen Cynthia, haben wir auch noch unsere grauen Zellen bis ans Äußerste angeschränkt, um die Psycho-Pokémon von Lucian zu besiegen. Aber all das hatte nichts gebracht, als der Kampf gegen Cynthia ankam und, wie schon erwähnt, Speedy Knackrack Gonzales jedes Pokémon unseres Teams erledigt hat mit seiner überwältigenden Geschwindigkeit. Tja, so ging es dann auch noch ein paar Versuche weiter. Habe ich euch natürlich dann ja nicht gezeigt. Da kam dann stattdessen ja eine Fortsetzung folgt, ja, am Ende des Videos. Und ja, ich habe daraufhin nach der so und so vierten niederschmetternden Niederlage dann erstmal meine Pokémon aufgelevelt. Jetzt ist jedes einzelne Pokémon auf Level 60. 7 Level stärker als im letzten Video. Flavia, Level 60. Überwältigende Angriffskraft von 203. Keine neue Technik hinzugelernt. Dann hier Happy. Überwältigende Geschwindigkeit. Und hat jetzt auch den Hyperstahl drauf. Habe ich mal schnell im Kaufhaus von Schleier gekauft. Empoleon Skipper. Überwältigende Spezialverteidigung. Überwältigender Spezialangriff. Überwältigende Verteidigung. Ein bisschen übertrieben. Und die Lawine soll heute auch mal gut zum Einsatz kommen. Oh ja, Shiny. Jetzt auch überwältigender Angriff. Zwar nicht so überwältigend wie der von Flavia, aber er bringt was. Und er hat jetzt den Ladungsstoß drauf. Nicht mehr den Ladestrahl, den Ladungsstoß ist um einiges stärker und besser. Ja, Flora. Du musst heute auch mal wieder ordentlich ran und schuften. Deine 178 Spezialangriffspunkte, ja, die werden heute wirklich gebraucht. Ichigo, unser wunderbares Lucario. Er ist jetzt das zweitschnellste Pokémon in unserem Team und mit einem wunderbaren Angriff von 200. Ja, das waren dann jetzt erstmal alle. Und mit den einen AP Plus, was ich offscreen gefunden habe, werde ich jetzt einmal kurz Ichigos Ableithieb aufleveln. Gut. Und damit würde ich mal sagen, ja, wollte zwar sagen, jetzt gehen wir rein hier in die Pokémon-Liga, aber das hatte ich dann eben ja schon getan. Gut, wir wollen ja auch noch kurz was einkaufen. Wir brauchen, warte mal, wie viele Hypertränke haben wir? 11. Top-Genesung 18. Beleber 0. Also gut, wir brauchen jetzt erstmal massig Beleber. Oh yeah, 50 Stück dürften doch dieses Mal reichen. Ich habe ja sowieso ja auch, während ich aufgelevelt habe, sowieso auch einige Kämpfe bestritten, wodurch ich dann ja auch so manche Pokédollar gekriegt habe. Das langt jetzt vollkommen, um den Sieg davon zu tragen. Gott. Vielleicht nochmal einen Top-Trank? Ja, 10 Stück davon.
Wer das Geld hat, sollte es auch ausgeben. So, 25, auch machen wir 30 daraus. Gut. Also mit 50 Beleber. Dann sagen wir jetzt nochmal 8 zusätzliche Top-Genesung. Verzeihung fürs Aufschossen. Also nochmal 8 Genesung. So, dann noch sagen wir mal 10 Stück Hypertränke. Gut. Vielleicht noch. Ja, 10 Top-Tränke. Jetzt müssten wir auf jeden Fall gut gewappnet sein. Besser gewappnet als bei den ersten Top 4 Parts. Pokémon Liga Parts. So, also. Lasst uns jetzt die Top 4 und Champ Cynthia in einem Rutsch jetzt durchbringen. Zeigen wir den Top 4 Leuten jetzt, was ein bisschen Training so ausmacht. Ja, Herr Barrow. Hallo, willkommen zurück an der Pokémon Liga. Ich bin Herr Barrow von den Top 4. Schön, dich wiederzusehen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen dabei aber sehr schön aus. Möchtest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Nun, ich will einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Oh ja, wir können jetzt so einiges. Wir werden ja jetzt auch in Rekordzeit die Pokémon-Liga beenden. Ah, gleich zu Anfang Jan Mega. Jan Mega kann gegen Flavia jetzt 7 Level stärker nichts ausrichten. Abgesehen davon, dass der Doppelteam-Angriff sehr nervig ist. Und ja, ich hab's geahnt. Im letzten Part, also vor 2 Parts, ja, wo wir die Top 4 begonnen haben, da konnten wir, glaube ich, gleich beim ersten Angriff, ja, Jan Mega Down kriegen. Aber jetzt hat es ein bisschen länger gedauert als geplant ursprünglich. Oh, ist das übel, ist das übel. Und jetzt kommen auch noch die Bienenkönigin. Tja, was soll's. Die Bienenkönigin wird mit einem Feuersturm zurück in ihren Bienenstock katapultiert. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao. Ja, die gewaltige Kraft von Flavia ist jetzt komplett zu spüren hier in diesem Raum. Die ultimative Macht ist auf unserer Seite. Wir können gar nicht mehr verlieren, wollte ich ja sagen. Aber die Steinkante ist trotz allem eine äußerst gefährliche Technik. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch Happy in den Kampf hier reingeschickt gegen Scaraborn. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, aber es wäre logisch gewesen. Oh, Xerox. Dich hatte ich dann, glaube ich, wieder mit Flavia erledigt. Ach, natürlich. Die Speed Force ist jetzt wieder unterwegs. Was könnten wir dann jetzt überhaupt machen? Skipper? Ja. Das würde jetzt ein bisschen länger dauern, aber hey, was soll's? Ein Surferangriff hier, das macht Laune, so was sag ich hier. Ja, damit war irgendwie jetzt zu rechnen. Ja, machen wir halt nochmal einen Surferangriff. Es wäre zwar besser gewesen, hätte ich jetzt das Ganze hier aufgespart. Doch, was soll's. So gibt es ein paar Bonus-Erfahrungspunkte. Aber das sieht jetzt auch wieder nicht gerade so gut aus. Ja. Happy. Du bist jetzt unsere einzige Wahl. Gegen diese Übermacht an Käfer-Pokémon. Gegen dieses Käfergift-Pokémon Level 53. Flieg hoch empor in die Lüfte dieses Raumes.
Bringt zwar auch nicht mehr allzu viel. Muss man leider sagen, weil so groß ist der Raum ja nicht. Was soll's. Aber was soll's. Wir sind jetzt um einiges stärker. So kann es ja schnell mal gehen. So. Ja, die Schockwelle bringt noch nicht allzu viel. Ah, und ich habe total vergessen, Citrobeere hat ja so gesehen fast jeder bei den Top 4 drauf. Oh Gott, Vergiftung. Das ist jetzt nicht so besonders gut, muss ich sagen. Wir riskieren hier jetzt auch ein bisschen zu viel, finde ich auch. Denn ich versuche jetzt mit einem Hyperstrahl... Ja, ich versuche mit einem Hyperstrahl gleich Pion Draghi zu erledigen. Das ist jetzt enttäuschend, muss ich zugeben. Das ist jetzt wirklich enttäuschend gewesen. Weil ich hatte das Ganze jetzt irgendwie anders geplant gehabt. Okay, Ichigo, was wäre denn deine perfekte Technik hierfür? Ableithieb wäre jetzt allerdings sowas von falsch, wie ich finde. Es ist noch nicht vorbei, ein Top 4 Mann aus der Liga, gib nicht so einfach auf. Ja, ja, schön für dich. Aber Ableithieb ist jetzt sowieso auch ein bisschen stärker, wird jetzt sowieso auch durch die Fausttafel verstärkt. Und Pion Draghi ist besiegt. Gut. Ich werde die Niederlage eingestehen. Mal wieder. Aber eigentlich wolltest du sehen, wie stark Käfer-Pokémon sein können. Mal wieder. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich in der Pokémon-Liga einlässt. Mal wieder kämpfen, das ist eine tiefsinnige Erfahrung. Naja, ich habe mit den schönsten und gefürchtesten Pokémon verloren. Wir haben nicht verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich denn keinen Applaus? Dieses Mal nicht. Nein, wäre auch zu viel. Egal, geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten noch auf dich. Sie sind alle stärker als ich. Yo. Das wissen wir. Die sind alle viel stärker. Aber dieses Mal werden wir ohne großartige Verluste das nächste Top 4 Mitglied erledigen. Versagen ist nun keine Option mehr, wie in den letzten Parts. Wie schon gesagt, mit überwältigender Stärke werden wir in einem Rutsch heute die Pokémon-Liga beenden können. Kein Pokémon ist jetzt mehr so wie im letzten Part. Knackrak, Speedy Gonzales, ist jetzt auch geschwindigkeitsmäßig nicht mehr auf dem Stand, wie er im letzten Part war. Du bist ja ein niedlicher Trainer, aber der aber Mumm zu haben scheint. Ahaha, ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Boden-Pokémon, weißt du aber. Zeig dieser alten Dame, was du alles gelernt hast. Oh yeah. All jenes, was ich im Offscreen gelernt habe, was ich trainiert habe. Welser. Ein erbitternder Gegner. Wasserboden. Deine Energie wird jetzt sowas von ausgesaugt. Wie noch nie. Und der Sieg Nummer 1 beim Top 4 Kampf Nummer 2 gehört jetzt auch mal wieder unser. Das ist mal wieder unser Sieg. Skorgor! Ha! Dieses Mal nicht! Dieses Mal nicht, alter Geselle! Blättertanz! Ich weiß ja, dass wir gegen dich einmal standhalten können. Ja, ein Erdbeben können wir standhalten. Das weiß ich seit den letzten Parts. Und das war auch der Grund gewesen, weshalb wir auch gegen Skorgro sowas von schlechte Karten gehabt hatten. Weil ich dachte, dass Skorgro mit seinen Bodenattacken Flora den Chaos machen würde. Aber da hatte ich nicht
daran gedacht, dass Flora auch zum Teil ja nicht nur Gift-Pokémon, sondern ja auch noch ein Pflanzen-Pokémon ist. Und Pflanzen-Pokémon registrieren, aha. Also, nein, resistieren gegen Bodenattacken. So ist ja Flora ein bisschen im Nachteil gewesen, aber zum anderen Teil auch nicht. Gott. Als nächstes Rihornior. Wenn's weiter nichts ist, Happy, demonstriere deine Aura-Sphäre. Du bist mächtiger als ein Rihornior. Liegt dir auch daran, dass zum Teil auch ein Gesteins-Pokémon ist? Und weg mit dir. Schon jetzt kämpfen wir mit Rekordzeit. Nach 6 Minuten... Oh, verdammt nochmal. Okay, das war jetzt irgendwie mal wieder... Oh, zu vermuten. Citrobeere und Lawine? Unerwartet. Aber dieser Eisangriff bringt überhaupt nichts. Ich sagte, bringt überhaupt nichts. Gut. Dann nochmal eine Aura-Sphäre. Und Rihornior ist einem Flug-Pokémon unterlegen gewesen. Ja, so leicht kann es gehen. So leicht und nicht anders. Und Hippoteros? Jo, dieses nette Happy Hippo wird gleich von Floras grazilen Blättertanz grazil erledigt. Ja. Da braucht er nicht so groß das Maul aufzureißen. Mit einem Blättertanz ist jetzt schon das Hippo wieder ins Ü-Ei geschickt worden. So. Ja, die guten Sprüche bleiben jetzt auch irgendwie aus. Aber was soll's. Happy Hippo, Hippoteros ist jetzt erledigt. Nun, könnte ich mal schon sagen, das war mal wieder sehr beeindruckend. Deine Pokémon haben an dich geglaubt. Also, ich finde es langsam... Du bist ja was Besonderes, Kindchen. Mir gefällt, wie du und deine Pokémon bei diesem Sieg im Team gearbeitet habt. Das scheint eure Stärke zu sein. Ahaha, ich glaube, dich hält so schnell keiner auf. Jo. Uns hält so schnell keiner auf. Dieses Mal sowieso ja nicht. So, die Hypertränke werden auch wieder benutzt. Und gleich dann erstmal den ersten Top-Genesung des Tages. Gut. Top-Genesung wurde grazil eingesetzt. Weshalb ich jetzt allerdings auch so ständig grazil sage, weiß ich auch nicht. So grazil. Gut, Skipper. Dein großer Einsatz. Spül jetzt erstmal die gegnerischen Feuer-Pokémon weg. Hier. Hier bei den Flammen des Tartaros. Hey, Trainer. Ich konnte es schon kaum erwarten, bis du endlich hier auftauchst wieder. Ich hörte, was du in Sonneweg mit Voltner gemacht hast. Wieder. Du hast dein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Wieder. Daher brenne ich vor Freude, dir endlich in einen Kampf zu begegnen. Wieder mal. Wie du dir schon denken kannst, kämpfe ich mit Feuer-Pokémon mal wieder. Zeige Ignaz, wie heißt dein Kampfesgeist in der Hitze des Gefechtes. Jo. Machen wir mal. Wie schon gesagt, wir sind jetzt sowieso schon um einiges schneller hier bei den Top 4 Kämpfen dabei als in den letzten Parts. Ja, das ist einfach prima. Einfach prima. Ah, verdammt nochmal. Der blöde Sonnentag ist leider mehr als blöd für unseren Wasserangriff. Verliert leider an Effektivität. Leider. So ist es leider. Na, da versuchen wir doch mal kurz mal mit einer schönen und gepflegten Lichtkanone. Oh, verdammt nochmal, Skipper brennt! Nicht gut. Dann muss wohl übel Flavia... Warte mal, er hat das überlebt? Okay. Gefällt mir nicht. Gefällt mir einfach nicht.
Das gefällt mir einfach nicht. So, benutzt er jetzt eigentlich keine Top-Genesung? Müsste er eigentlich auch benutzen. Er wird zurückgerufen. Okay. Also, damit hatte ich jetzt nun nicht gerechnet, muss ich zugeben. Hab dich wirklich nicht mit gerechnet. Ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass er jetzt selbst eine Top-Genesung einsetzt. Aber nein, dann kommt jetzt eben das Duell Starter-Pokémon gegen Starter-Pokémon. Und selbst der Flammenblitz bei verstärktem Sonnenlicht kann Skipper nicht K.O. hauen. Nee, nee, nee. Aber das gleißende Sonnenlicht müsste langsam mal wieder an Effektivität verlieren. Und ja, jetzt kommt dann halt Top-Genesung. So ist es. So ist es. So wird es auch noch sein. Das Sonnenlicht lässt nach. Und die Licht... Okay, jetzt kommt noch Erdbeben. Boah. Liebe Leute von heute. Das lief jetzt auch nicht so wie geplant. Muss ich zugestehen. Einiges läuft jetzt nicht so wie geplant. Okay. Was machen wir denn jetzt? Jo, Ichigo. Mit deiner gewaltigen Angriffsstärke und einem Turbo-Tempo erledigst du Panferno. Auf unserem Weg zu Cynthia hin. Hält uns heute niemand auf. Wir machen alle. Alle. So, Flavia gegen Flavia, das Duell. Doch wir sind natürlich das bessere Flamara. Das bessere Flamara. Mit dem Schaufler. Ja, und die Sache mit dem Ruckzuckhieb war ja wirklich ja schon mal zu vermuten. Es war zu vermuten. Und jetzt hauen wir Flamara K.O. Joho! Na? Nice! Flamara ist K.O. Da singen wir sehr froh. Galoppa ist eigentlich auch noch schneller als Flavia. Ja. Galoppa ist schneller. Aber bei unserem wunderbaren Schauflerangriff macht das überhaupt nichts. Weil das war jetzt natürlich ein großartiger Vorteil für uns. Tja, Feuer-Pokémon vom Feuer-Pokémon erledigt. Das ist doch einfach genial. Einfach genial. Das finden wir genial. Ein einfacher Donnerblitz. Mehr hast du nicht drauf, das erledigt Flavia sowas von nicht. Mhm, und wie sieht die Zeit aus? Mal sehen, 6 Minuten hatten wir gesabbelt. Zu Anfang als kleine Einleitung. 23 Minuten etwas haben wir jetzt. Ja, das ist wirklich keine üble Leistung, die wir jetzt hier fabrizieren. Wirklich nicht übel. Wirklich nicht übel. So kann es weitergehen. Jetzt noch mit dem Ruckzuckhieb. Ich kann deine Entschlossenheit fühlen. Jo, gut so. Warte mal, hat er nicht schon Top-Genesung eingesetzt? Eigenartig. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, er hätte schon mal Top-Genesung eingesetzt. Aber gut. Dann eben nicht. Vielleicht können wir jetzt mal kurz den Hyperstrahl von Happy demonstrieren. Den mächtigsten Angriff, den Happy überhaupt drauf hat. Den Hyperstrahl. Mächtig, stark
und ein Volltreffer. Besser kann's jetzt überhaupt nicht laufen. Gott. Oh, ich glaube das nicht. Ich habe verloren. Unterschätzt habe ich dich nicht. Aber ich habe auch nicht geglaubt, dass du gewinnen kannst. Das ist mir niemals in den Sinn gekommen. Das haut mich wirklich um. Du und dein Pokémon sind schon eine Nummer. Jo, das sind wir. Oh, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Oh, hast du dir. Mal wieder. Mal wieder, mal wieder. Und jetzt haben wir wirklich mehr Beleber auf unserer Seite als im letzten Part. Unser Sieg ist nicht mehr aufzuhalten. Nein, nein, nein. Wir werden siegen. Und das ganz fein, fein, fein. So muss es sein. So muss es sein. So muss es sein. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann beginnt Lucian oder Lucian, wie auch immer man seinen Namen ausspricht, den Kampf mit Bronzong. Das stärkste Top 4 Mitglied. Der Kampf beginnt. Ah, gutes Timing. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Ja, ja, tu das mal, tu das mal. Wir werden dich Bücherwurm auch gleich besiegen. Na, Bronzong? Ah, nein, Pantymos. Weshalb Pantymos nochmal? Ah, ja, Lichtschild. Reflektor. Spezialverteidigung. Pech gehabt, Pantymos. Die Spezialverteidigung ist jetzt hier nicht gefragt. Nee, nee, nee. Die Spezialverteidigung ist jetzt hier nicht gefragt. Denn Flavia ist offensiv bis in den Ohrspitzen. Ah, und zurückgerufen. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler mit Bronzong. Bronzong ist generell auch ein bisschen lahmer als Flamara. Wow. Oh, ist das effektiv. Da reicht jetzt sogar ein Ruckzuck. Was? Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass Bronzong einen Ruckzuck-Hieb aushält. Respekt, Alter. Respekt. Und er hat noch keine Top-Genesung eingesetzt. Interessant, interessant. Na gut, Lichtschild funktioniert nicht mehr. Dann jetzt also Galagladi. Galagladi ist allerdings genauso. Obwohl, nein, nicht genauso schnell wie Ichigo, sondern ein bisschen schneller. Dagegen ist, da ist dann wirklich Happy die bessere Option jetzt. Jo, die bessere Option. Da Happy ja schneller ist. Obwohl, anderer... Oh nein. Andererseits, wir hätten vielleicht doch lieber Ichigo ausprobieren sollen. Denn durch seinen Stahl-Typ, den er auch noch hat, resistiert er ja auch ein bisschen noch gegen Psycho-Angriffe. Oh Gott. Okay, klappt das jetzt? Okay, wie sieht es jetzt hier aus? Ja klar, Zitrobeere. Ich sag doch, jedes Top 4 Mitglied hat eine Zitrobeere. Die gab es im Dutzend billiger im Kaufhaus von Schleierde. Natürlich nicht, aber würde jetzt gut passen. Wäre es so. So, Ichigo. Zeige mal dieses Galagladi, was du so drauf hast. Eine Dunkelklaue des Sieges. Yeah. Neben Happy bist du sowieso auch eines unserer schnellsten Pokémon. Und deine offensive Stärke ist einfach beeindruckend. Ah, jetzt kommt auch noch Simsala. Das könnte ein bisschen knapp werden.
Ja, das wäre wirklich knapp geworden, hätte der Fokusstoß funktioniert von Simsala. Aber was soll's. Aber was soll's. Ichigos überwältigende Dunkelklaue. Hat jetzt, warte mal, Pokémon wechseln. Flamara. Erledige mit einem Augenzwinkern. Pantimos mit einem Ruckzuckhieb. Ja, ja. Jetzt weiß... Oh nein, das hatte ich ja jetzt vergessen gehabt. Ja, ich... hatte das jetzt total vergessen gehabt. Dass Pantimos sich ein bisschen geheilt hatte. Okay, Ichigo. Dann versuch du es eben nochmal. Dunkelklaue. Ja, hätten wir gleich nehmen sollen. Hm. Wir müssen gleich dann unnötigerweise einen Beleber benutzen. Wirklich übel, kann ich nur sagen. Tja. Aber ich denke mal... Oh, nee, das ist nicht... Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Shiny! Du musst jetzt ran. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, wir haben ja jetzt die Top 4 gleich schon durch. Hm, was kann ich jetzt tun? Nicht mehr sehr viel, Kumpel. Also, wie schon gesagt, die Top 4 haben wir dann ja jetzt gleich ja durch. Dann kommt Cynthia. Wird ja... Na klar, ein Volltreffer. Wieso auch nicht? Ein Volltreffer. Na gut. Skipper. Du wirst doch jetzt sicherlich Sianna erledigen können. Ja, resistier's ja. Los, Kraxler. Überwältigende Stärke. Aber ja, gleich kommt dann noch, ja, die bezaubernde Cynthia. Und ja, im nächsten Part sind wir dann schon in der Afterstory jenes Let's Plays hier und werden dann den Rest des Weges tapfer bestreiten, auf dass wir überhaupt nicht mehr scheitern werden. Hm. Und ich denke, da werde ich sowieso ein paar Änderungen nochmal machen. Ursprünglich hatte ich ja geplant gehabt, auch die legendären Pokémon zu fangen. Doch, eine Sache stellt man sich ja sowieso nie in Pokémon-Spielen. Eine Frage. Ist es eigentlich so gut, wenn man eigentlich legendäre Pokémon fängt? Für die Pokémon-Welt. Ja, eine wirklich interessante Frage eigentlich. Denn besonders im Beispiel von, na, Dialga und Palkia. Ja, ich verstehe. Deine drei Siege zuvor waren kein Zufall. Ja, aber besonders im Fall von Dialga und Palkia. Die Pokémon, die Zeit und die den Raum kontrollieren. Ist es eigentlich so gut, wenn ein Trainer so eine Macht in seinen Händen hält? Cyrus haben wir aufgehalten, jene Macht zu kontrollieren oder an sich zu reißen. Aber wenn man selbst nun diese Macht an sich reißt, ist das nun so gut? Ist das nun toll, Pokémon aus ihrem natürlichen Lebensraum zu reißen, die die Kontrolle über die Zeit hat, über den Raum, über alles, was hier und da geschehen mag in der Welt, im Universum, zeitraummäßig, die das überwachen? Ist es so gut, die da wegzuholen aus ihrem Job? Hm. Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Meiner Ansicht nach eigentlich nicht. Man weiß ja eigentlich ja nie, was das für Auswirkungen auf die Natur hat. Wenn man auf einmal ein legendäres Pokémon, naja, fängt und mit sich nimmt. Das heißt aber nicht, dass du mit der Pokémon-Liga fertig bist. Da gibt es noch den Champ. Sei gewarnt, unser Champ ist viel stärker als die Top 4. Na dann, geh durch diese Tür, um den letzten Kampf zu beschreiten. Jo, machen wir. Aber ja, generell ist es ja eigentlich ja nicht so gut, wenn man ja die legendären Pokémon aus der Natur entfernt. Hm. Man weiß ja nie, was für eine Reaktion daraufhin kommt. Auf jeder Reaktion erfolgt eine Gegenreaktion. Hm. Und im besonderen Fall von legendären Pokémon könnte sowas gravierend doch eigentlich sein.
ja, wie ja schon erwähnt, im Fall von einem Pokémon, was die Zeit kontrolliert, und von einem anderen Fall eines, das den Raum kontrolliert. Mhm. Ohne jene Pokémon gäbe es ja auch so gesehen. Naja, die Welt, die wir auch kennen, bisher kennen, überhaupt nicht. Würde es keine Zeit geben und keinen Raum. Mhm. So meine Überlegung. Boah. Außerdem habe ich ja sowieso auch vor, dieses Let's Play bald zu beenden. Wohlgemerkt. Da wird es dann, glaube ich, auch in Ordnung sein. Dann erstmal im nächsten Part. Dann erstmal anzufangen mit dem sogenannten Überlebensareal. Hm. Dann die letzten Pläne von Team Galactic. Also die letzten Team Galactic-Mitglieder zu besiegen. Hm. Und ja, es kommen dann noch sowieso noch ein paar Rückkämpfe gegen Arenaleiter. Dann machen wir uns noch einmal auf hier in die Pokémon-Liga hin zum finalen Gefecht. Und nein! Oh, warte mal, ich habe hier Empoleon an erster Stelle gesetzt. Gut. Hey, wie geht es voran? Danke für alles am Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Und für alles in der Zerrwelt, ich bin dir äußerst dankbar. Du hast mit deinem Pokémon alle Hindernisse überwunden. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigene Schwäche triumphiert hast. Jetzt auf jeden Fall. Wo ich ordentlich trainiert habe. Die Fähigkeiten, die du erlernt hast. Ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet. Lass uns kämpfen. Deshalb bist du auch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Oh yeah. Champs sind ja. Wir sind stärker denn je. Ein Duell 6 Pokémon gegen 6 Pokémon. Kripok wird auch jetzt wieder eingesetzt. Wie schon zuvor. Okay, Surfer. Spüle Kripok weg mit der geballten Macht der Meere. Der 7 Meere. Wow. Hast du es ein bisschen zu wörtlich genommen, muss ich sagen, aber gut. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Wenn sie jetzt dann auch mal... Ja, Top-Genesung. Damit habe ich gerechnet. Damit habe ich gerechnet. Eine Top-Genesung schon mal weniger. Auf dem Weg zum Sieg. Gut. Lichtkanone. Wie viel Schaden machst du? Ah, nicht gerade. Oh, Backe. Sie ruft ihr Pokémon zurück. Für Lucario. Okay. Das kommt jetzt wirklich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber gut, aber gut. Ein Volltreffer. Ja, das war wohl ein Satz mit X sind hier. Au, Knackrack. Dieses Mal nicht, Ichigo. Du bist unser zweitschnellstes Pokémon im Team. Da müssten wir doch jetzt eigentlich... Oh nein! Geschwindigkeitstechnisch sind wir immer noch unterlevelt? Das ist doch jetzt nicht mehr euer Ernst! Stopp! Aus! Pfui! Oh, das ist übel. Das ist übel! Ich habe damit jetzt nicht gerechnet! Das ist übel jetzt. Das ist jetzt wirklich übel. Hm. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu übel. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu übel, kann ich sagen. Denn damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Oh, so ein Mist aber auch. Ah. Wir haben jetzt aber schon mal mehr Schaden Knackrack verpasst als in den letzten, als im letzten Part. Das ist schon mal nicht übel.
kann ich schon mal sagen. Sieht zwar jetzt ein bisschen bescheuert jetzt aus. Aber was soll's. Irgendwie schaffen wir es hier. Okay, die Hälfte ist jetzt schon weg. Oh, das sieht allerdings nicht sehr gut aus. Ganz und gar nicht gut. Racheboden. Mal wieder. Okay, was machen wir denn stattdessen? Einmal Beleber für Happy. Okay, vielleicht würde Flora ein bisschen aushalten. Na? Nein, leider nicht. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Denn mit sowas hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und auch noch eine Zitrobeere. Also, die aktuelle Lage ist ja mehr als bescheiden, muss ich zugeben. Mehr als bescheiden. Okay, der Angriff ging daneben. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber der Hyperstrahl wird jetzt leider nicht Knackrack erledigen können. Was? Doch? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Togekiss gegen Togekiss. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wir könnten es tatsächlich noch schaffen. Alter, ich habe meine eigenen Pokémon unterschätzt. Das ist ja immer ein Fehler, muss ich sagen. Okay. Skipper ist verteidigungstechnisch wirklich am besten hier drauf. Ja, geschwindigkeitstechnisch ist allerdings Togekiss besser. Spezialverteidigungstechnisch sind wir allerdings besser. Gut, Hypertrank einsetzen. Skipper. Ja, die knapp 69 Punkte. Wenn die jetzt nochmal abgezogen werden, könnte es ein bisschen kritisch werden. Aber. Wir haben immerhin auch noch einen Hypertrank hier. Gut. Ja, wenn wir dann, er sagt so, mit weiteren 69 Schadenspunkten so ungefähr rechnen. Ja, Aquawelle. Oh, nee, sie will doch jetzt nicht die Verwirrungskarte ausspielen, oder? Okay, hat nicht geklappt. Dann spiele ich dann halt meine Donner... Oh, verdammt nochmal, das stoße ich heute bloß so auf. Na gut, dann spiele ich eben meine Donnerzahnkarte aus. Okay. Überwältigende Kraft. Donnerzahn. Wow. Ah, Paralyse. Na heiß. Dann jetzt noch ein Ladungsstoß. Und Togekiss ist auch erledigt. Was? Boah, das ist noch nicht wahr. Das war doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, ich wusste ja selbst, dass die Spezialangriffskraft von Shiny nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Aber trotzdem. Ich hatte damit gerechnet, dass ein Ladungsstoß ausreichen würde. Aber da hatte ich mich ja wirklich äußerst getäuscht. Na gut. Dann eben nochmal. Na gut.
Dann leveln wir demnächst nochmal. Okay. Donnerzahn, Donnerzahn. Jetzt kommt halt nochmal der Donnerzahn. Aber da hat man jetzt auch wieder mal gesehen, dass Knackrack wirklich das gefährlichste Pokémon aus dem Team von Cynthia ist. Kein anderes Pokémon ist so schnell und so gefährlich. Wirklich übel. Ja, und jetzt müssen wir doch mal rüber zu Skipper gehen. Weil Milotic ist generell ja auch noch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Aber wir können ihn ausspeeden. Wir können Lady Milotic ausspeeden. Und gut. Das war jetzt nun wirklich ein Duell, was mir gefällt. Jetzt die nächste Lichtkanone. Was war eigentlich ihr letztes Pokémon eigentlich? Wenn ich mal so darüber nachdenke. Okay, das hat jetzt auch nicht gerade so viel gebracht. Also, sie hat ja noch Kribbok auf ihrer Seite. Ein Pokémon, oh, was so gut wie erledigt ist. Aber mal im Ernst, was für ein anderes Pokémon hat sie jetzt eigentlich noch? Was für ein anderes Pokémon hat sie denn noch? Außer ja, Kribbok da. Gute Frage, nächste Frage. Naja, ich denke mal, es würde nicht schaden, erstmal das eine oder andere Pokémon wiederzubeleben. Erst einmal. So, Ichigo auch erstmal wiederbelebt. Gut. Ja, das reicht dann jetzt erstmal. Mit dem Wiederbelebung. Jo, das reicht, das reicht. Dann kommt jetzt eben wieder der Kraxler. Und dann ja als nächstes. Auf und auch nochmal. Okay. Jetzt erst recht. Brauchen wir Shiny wieder. Puh. Aber so einfach wurde im Nachhinein der Durchmarsch doch nicht. Ich hatte ja gedacht, wo ich dann erstmal meine Pokémon alle auf Level 60 bringe, dass sie dann ein leichtes Spiel mit all den Pokémon von Cynthia haben. Besonders mit Knackrack. Aber dass Knackrack wirklich immer noch so schnell war, auch wo wir zum einen jetzt ja stärker waren. Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber gut, Shiny, Donnerzahn, verstärkt durch die Rivalitätsfähigkeit. Und Ende Gelände, Milotic. Ja, dann wollen wir doch jetzt mal sehen, kommt jetzt Kribbok? Oder kommt jetzt irgendein Unbekannt? Okay, Kribbok kommt jetzt. Boah, da bin ich jetzt mal... Oh, verdammt nochmal. Kribbok, Kribbok, Kribbok. Du warst tatsächlich noch etwas stärker auf den Beinen als gedacht. Na, was soll's? Was soll's, was soll's? Denn gleich bist du auch erledigt. Ah ja, wieder mal die Top-Genesung. Es war mal wieder zu erwarten. Aber was soll's? Es ist in Kürze erledigt. In Kürze erledigt. Und dann haben wir triumphiert. Ganz einfach hier. Ach, Roserade. Roserade, Roserade. Das ist ja wirklich ein Job für Shiny. Roserade hat keine gute Verteidigung. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so in die Ecke gedrängt worden zu sein. Ja, kein Wunder mit... mit Knackrack an deiner Seite. Da ist ja nun wirklich kein Wunder, dass du so selten in die Bedrulle geraten bist. Bedrulle, So. Ciao, Roserade. Ciao, ciao.
und hallo, Level 61. Gut. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer. Und jetzt bist du bereits der stärkste aller Trainer. Noch. Du bist unser neuester Champ. Noch. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Dieses Mal. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung des neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Jo, nehmen wir. Ah, oh, ist das schön. Der rote Wandteppich ist auch ausgehangen hier. Mhm. Sehr gut. Schlussendlich, mit über 50 Minuten, haben wir es dann doch noch geschafft, Cynthia zu besiegen. Der Raum da drüben, das ist die Ruhmeshalle. Phantom, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit. Da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Phantom, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder in ihre Forschung bringen, nicht wahr? Phantom, hier entlang bitte. Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit, wenn Sie wollen. Ja, Professor Eibe kommt auch mit. Mit in die ruhmesreiche Ruhmeshalle. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Phantom, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Wir werden nun eure Namen eintragen, dein und die deiner Pokémon. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Jo. So ist es, so ist es. Wow, und meine Pokémon haben wirklich vieles geleistet jetzt. Skipper, Empoleon, Level 60. Togekiss, Happy, Level 61. Roserade, Flora, Level 60. Shiny, unser Luxtra, Level 60. Bezaubernde Flavia, Level 61. Ichigo, Lucario, 61. Und natürlich Phantom. Yeah, wir haben es mal wieder geschafft. Warte mal, was heißt eigentlich mal wieder? Wir haben das jetzt zum ersten Mal geschafft mit diesem Team. Yo. Raziel. Genial. Und Empoleon klopft uns auch noch auf die Schulter und hat gesagt, hast gut gemacht, Trainer. Hast gut gemacht. Yo, so war's. Ach, noch ein kleiner Speichervorgang. Aber ja, auch wenn es jetzt nicht danach aussah, habe ich am Ende es doch noch geschafft, Cynthia zu besiegen. Und ich muss wirklich zugeben, ich hatte gedacht, ich müsste meine bisherige Programmplanung auf YouTube mal wieder umändern. Hm? Hatte ich jetzt wirklich damit gerechnet? Als natürlich Knackrack wieder einmal jedes einzelne unserer Pokémon den Erdboden gleich gemacht hat. Mann, wie müssen wir dann erstmal unsere Pokémon demnächst dann wieder leveln, wenn wir den Rückkampf in der Pokémon-Liga machen? Und dabei ist es ja auch noch so, dass die Pokémon der Top 4 Mitglieder und von Cynthia ja noch stärker sind als jetzt. Das war jetzt auch zum ersten Mal auch so gewesen. Mit der vierten Generation, glaube ich ja. Dass die Pokémon bei einem Rückkampf in der Liga stärker wurden als bisher. Hm? Aber ja, wie hoch muss ich dann meine Pokémon leveln, damit die ohne Probleme den Sieg davon tragen können? Gute Frage, nächste Frage. Es war ja sowieso auch ein bisschen Glück gewesen, dass der Drachenstoß von Knackrack daneben ging.
gegen Togekiss Happy. Ja, aber, wir haben es trotzdem, oder trotz allem, trotz unseres großartigen Glücks, was ja eine wirkliche Seltenheit ist, doch geschafft und knackrack in die Knie gezwungen. Happy, du hast es geschafft. Du hast das Unmögliche für uns geschafft, sodass wir nicht noch einmal unsere Programmplanung über den Haufen werfen mussten und noch ein bisschen trainieren gehen würden, müssen, wie auch immer. Ja, aber das hier war jetzt schon mal wirklich nicht schlecht. Dieses nostalgische Abenteuer Pokémon Platin war jetzt wirklich nicht schlecht gewesen. Kann man wirklich sagen. Und es geht ja noch weiter. Wie ja schon erwähnt, geht es dann ja demnächst ins Überlebensareal. Wo wir dann ja noch ein bisschen trainieren können. An einem Ort im Überlebensareal ja nochmal ein paar Rückkämpfe gegen Arenaleiter machen können. Und vor allem werden wir dann ein besonderes, legendäres Pokémon fangen in diesem Gebiet. Ich habe ja jetzt nicht mehr vor, die drei Feen-Pokémon zu fangen und vor allem ja auch nicht die legendären Pokémon, Dialga und Palkia. Cresselia will ich ja sowieso auch nicht fangen. Hatte ich von vornherein ja, glaube ich, nicht gesagt, dass ich Cresselia fangen will. Und wenn doch, ja, dann widerrufe ich es ab jetzt hier. Denn, ja, wie schon erwähnt, ich will das Projekt jetzt langsam mal zum Ende bringen. Hat sich ja sowieso durch einige Sachen auch wieder mal ein bisschen verschoben. Erst ja zum einen ja, dass wir viele andere Sachen angefangen haben. Wieder mal. Ist ja sowieso ein großer Fehler von mir auch immer, mit ein paar Sachen anzufangen. Und dann, naja, sie mal kurz liegen zu lassen und dann ein paar andere Sachen anzufangen, die mich eher interessieren. Aber ja, so ist es nun mal. So läuft jetzt Pokémon Platin doch noch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Aber es wird immerhin vorm November fertig. Bis wir dann Let's Go Pikachu anfangen. Let's Go Pikachu, das nächste große Pokémon-Projekt von uns für die Nintendo Switch. Und ja, da kann ich jetzt auch schon mal so sagen, die Nintendo Switch, die habe ich ja auch schon längst. Und demnächst kommt ja sowieso auch schon das erste Nintendo Switch-Projekt vor Pokémon Let's Go Pikachu, ja. Wird dann auch höchst interessant für mich auch. Wie die Steuerung so bei diesem Projekt, was demnächst kommen wird und so sein wird, weiß ich noch nicht so genau. Wird aber auf jeden Fall interessant. Tja, und ansonsten, ja, werden wir dann ja das Überlebensareal einmal durchlaufen, die kleine Afterstory dort machen, das legendäre Pokémon, was dort ja zu Hause ist, werden wir dann fangen. Oh, das sieht interessant jetzt hier aus. Ein Riss im Raum, würde ich mal so sagen. Ja, ja, allein deshalb sollte man Dialga und Palkia lieber nicht fangen. Wenn irgend solche großen Schwierigkeiten für die Welt kommen, von Raum und Zeit, dann braucht es natürlich Pokémon der Marke Raum und Zeit, um jene Probleme zu lösen. Und ja, Ende steht da jetzt, aber die Afterstory wird in Kürze beginnen. Und dann beginnen wir den wahren letzten Teil unserer Pokémon Platin Reise. Und nun jetzt mal Ende mit den dramatischen Pausen. Somit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn die Afterstory beginnt und wir eine kleine Schiffsfahrt machen werden. Bis dann und ciao, euer aktueller Pokémon-Champ Phantom Heart in der Sinnoh-Region. Ciao.